Mein Name ist Thorsten Kleins, ich bin freier Journalist und auch Blogger. Vielleicht hat sich der eine oder andere mal auf eins meiner Blogs verirrt. Falls nicht, werde ich jetzt die URL nicht sagen. Und zwar, heute geht es um das Thema Trolle. Eigentlich wollte ich eine kleine Fallstudie vorstellen. Trolle, wo findet man sie, was können sie für Schaden anrichten und so weiter und so fort. Dabei habe ich aber festgestellt, es gibt schon so unwahrscheinlich verschiedene Vorstellungen, was überhaupt Trolle sind, dass ich mich erstmal mit diesem Thema beschäftige. Was sind Trolle? Zum Prozedere, ich habe jetzt hier nur eine halbe Stunde Zeit zum Vortragen, deswegen würde ich ganz gerne die Fragen später auf den Workshop verschieben. Der findet, ich glaube, um 16.30 Uhr statt. Zusammen mit Matthias Schindler werde ich dann das Thema Trolle noch näher erläutern, wo dann auch gefragt ist, zusammen mit dem Publikum Strategien gegen Trolle zu entwickeln. Also wer Interesse an dem Thema hat, ist da herzlich willkommen. Gut, zum Thema Trolle. Hier im Saal sind, schätzen wir mal 2000 Jahre Interneterfahrung versammelt. Ich nehme an, ihr alle hattet schon mal mit Trollen zu tun. Ja? Hatte jemand noch nie mit Trollen zu tun? Ein Mensch hatte noch nie mit Trollen zu tun, zwei Menschen, drei Menschen, vier Menschen. Okay, es gibt ganze fünf Leute hier, die noch nie mit Trollen zu tun hatten. Und ich würde fast sagen, die Menschen sind offline oder Lügner. Jeder musste schon mal irgendwas lesen, was ihn provozieren sollte. Ob es funktioniert hat oder nicht, ist eine andere Frage. Internet-Trolle provozieren. Das Problem ist, ja, wie definieren wir Trolle überhaupt? Man liest immer wieder, antwortet ihm doch gar nicht, das ist ein Troll. Der meint es nicht ernst. Der verschwendet unsere Zeit. Aber was der eine unter einem Troll versteht, ist für den anderen der ganz normale Gesprächsalltag. Leute, die das Usenet kennen, können das gerne mal zum Beispiel mit StudiVZ vergleichen. Und sie werden auf kleine Unterschiede im alltäglichen Sprachgebrauch, in den Umgangsformen, in der Ernsthaftigkeit der Argumentation stoßen, die zu gewissen kulturellen Missverständnissen führen können. Also nähern wir uns dem Begriff Trolle mal etwas an. Was ist ein Troll? Also, wie eben erwähnt, haben wir gewöhnlich relativ verschwommene Vorstellungen. Wenn wir ihn sehen, erkennen wir ihn, aber ihn zu definieren, nee, das trauen wir uns erstmal nicht. Er ist auf alle Fälle ein Störenfried. Jemand in der eigenen Community, der nicht dahin gehört. Er nervt uns, er tut etwas, was uns nicht gefällt. Ein weiteres Erkennungsmerkmal, was wir sehr häufig sehen, ist, der Troll ist ein Streiter für unpopuläre Thesen. Sprich, er kommt in eine Linux-Gruppe und erzählt, wie toll der neue Microsoft-Server ist. Im Haustierforum rechnet er vor, wie viele Hamster seine Hausschlange verzehrt. Der erste Ratschlag, den man hört, heißt Don't feed the trolls. Sprich, die Trolle nicht füttern. Man soll dem Troll nicht antworten, und um ihn nicht mit der eigenen Aufmerksamkeit zu belohnen. Weil, das ist die allgemeine Meinung, der Troll liebt Aufmerksamkeit. Wenn man ihm die Aufmerksamkeit entzieht, wird er schon wieder verschwinden. So, gehen wir etwas systematischer ran. Fragen wir das Weltwissen, das versammelte Weltwissen, bekannt als Wikipedia. Ich habe nachgeguckt und habe diese Zitate gefunden. Ein Troll ist ein frustrierter Linux-Benutzer, der versucht, Windows-Anwendern ihr gutes osmadisch zu machen. Rechtschreibung ist original übernommen und der Link steht drunter, könnt ihr gerne nachsehen. Das zweite Statement, Trolle sind die besseren Menschen. Ist natürlich auch ein Statement, sehr normativ, aber kann man dran festhalten. Dritter Statement geht etwas tiefer. Trolle bewahren Internetforen vor dem Überhandnehmen eines bestimmten Meinungseinheitspreis. Ihr werdet es erraten, diese Definitionen standen jeweils nur sehr kurzzeitig in der Wikipedia, waren nach einer Minute bis zwei Stunden gelöscht. Was lernen wir daraus? Offenbar schreiben auch Trolle in der Wikipedia. Aber Spaß beiseite.
Ja, jetzt die nächste Seite ist nicht ganz einfach aufzurufen. Ja, das ist die Definition, die jetzt seit 2 Jahren ungefähr mehr oder weniger identisch in der Wikipedia steht. Im Internet werden jene Menschen als Troll bezeichnet, die Beiträge verschicken, mit denen sie erkennbar provozieren wollen, ohne einen wirklichen Beitrag zur Diskussion zu leisten. Also das erste Kriterium ist, Trolle wollen provozieren. Seien wir ehrlich, wollen wir nicht alle mal provozieren? Ab und zu mal so ein bisschen auf die Kacke hauen, damit man merkt, uns ist es ernst, was wir meinen, oder um halt Reaktionen zu provozieren. Aprilscherz zum Beispiel. Der Aprilscherz dient dazu, dass wir Leuten etwas vorführen und uns dann an deren Reaktionen ergötzen können, beziehungsweise ihnen auch vorführen können, guck mal, man muss nur auf dieses Knöpfchen bei dir drücken, schon reagierst du auf diese Weise. Ist das jetzt toll? Ich gehe mal vorläufig nicht davon aus. Okay. Das zweite Kriterium, der Troll hat nichts zur Sache beizutragen. Klingt doch irgendwie etwas irritierend. Jemand, der im Internet nicht zur Diskussion beiträgt, ist schon direkt ein Troll. Das klingt irgendwie, als wäre das Internet eine konstruktive Diskursfabrik. Trag was bei oder du bist ein Aussätziger, du bist ein Troll. Du hast ja nichts verloren. Was auffällt, beides sind qualitative Kriterien. Provozieren ist ein inneres Motiv, kann man von außen nicht wirklich sicher diagnostizieren. Man glaubt nicht, wie viele Menschen sehr komische Ideen haben, wie sie kommunizieren wollen und überhaupt nicht die Absicht haben, zu provozieren. Die gleiche blöde Frage stellen, die man schon 3000 Mal gehört hat und die man nicht das 4000. Mal beantworten will oder das 3001. Mal beantworten will, aber die einfach nur die Frage stellen wollen. Und ab und zu verschwimmt dann das Bild etwas vor den Augen und dann identifiziert man jeden, der diese blöde Frage stellt, als Troll und behandelt ihn so. Auch zur Sache beitragen ist ein sehr schwammiger Begriff. Gerade hier sind viele Blogger. Würde man nur Beiträge zulassen, die etwas zur Sache beitragen, wäre die Blogosphäre ziemlich leer. Für manche ist auch Fuck ein ganz normales Füllwort, womit sie nicht provozieren wollen. Für andere ist es schon fast ein Klagegrund. So, ein anderes Kriterium. Trolle sind im Internet. Wir tun immer so, hey, wir Internet-Junkies, wir haben die Welt neu erfunden. Aber in den meisten Fällen ist es ganz einfach so, die Mechanismen, die wir online erleben, sind auch offline lange bekannt. Sie treten etwas anders in Erscheinung, aber es gibt sie trotzdem. Okay, jetzt hat man schon gesehen. Wenn wir das Kriterium Internet wegnehmen, nehmen wir wieder die Kurzdefinition von Wikipedia. Leute, die provozieren wollen und die nicht zur Sache beitragen. Wen könnte man sich darunter vorstellen? Ich war gnädig, ich habe die netten Herren anonymisiert. Fast so gut wie bei der Bild, überhaupt nicht zu erkennen. Ich hatte gute Vorbilder dafür. Aber seien wir mal ernst. Jeder Politiker, der erfolgreich sein will, muss provozieren. Es ist sein Handwerk, dass er provoziert. Er muss auf die die Lücken in der Argumentation des Gegners offenbaren. Ich kann das nicht lesen, von daher ignoriere ich es. Okay. Da fehlen alle Politiker. Politiker müssen provozieren. Sie haben halt andere Mittel, andere Verbreitungskanäle. Sie trollen nicht im Heise-Forum, sondern bei Sabine Christiansen. Darf ich bitte mal aussprechen? Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Und so weiter und so fort. Das sind da die Thesen. Bei im Heise-Forum ist es eher Linux stinkt. Die langhaarigen Bombenleger. Jedes Metier hat so seine Gewohnheiten.
Das ist nicht ganz ohne Sinn. Wenn man ganz vernünftig argumentiert, sagt, hey, könnte man nicht vielleicht mal eine Steuerreform angehen, da könnten wir diesen Verrechnungskoeffizient einführen und ich habe das mal ganz genau durchgerechnet. Bei wie vielen Leuten wird man damit Anklang finden? Der nette Herr Friedrich M. hat sich das zu Herzen genommen und hat gesagt, ich habe hier eine Steuererklärung, die auf einen Bierdeckel passt. Ich habe Volkswirtschaftslehre studiert. Wir haben das mal genau angesehen. Das Modell war nicht zu gebrauchen. Aber es war dafür zu gebrauchen, die Diskussion in Angriff zu nehmen. Sprich, die These ins Publikum zu werfen, wütende Reaktionen zu provozieren, was dafür sorgte, dass die gesamte Debatte immer weiter in Gang kam. Und wenn man sich ansieht, was in den Jahren danach passiert ist, ich glaube, Herr Merz ist da nicht ganz unzufrieden mit. Okay, blicken wir mal. Sekunde. Ah, Entschuldigung, jetzt bin ich etwas durcheinander gekommen. Eine andere Sache, die mich an der Wikipedia-Definition stört, es ist von einem Mensch die Rede. Wir nennen einen Menschen so, der das und das macht. Aber ist ein Troll wirklich ein Mensch? In der Regel sind Trolle in Foren, in Blog-Kommentaren eher unter Nicknames anzutreffen. Normalerweise werden diese Nicknames bzw. diese Identitäten nur zum Trollen verwendet. Der gleiche Mensch, der hinter diesem Nickname steckt, kann dann eine andere Webseite aufsuchen und ganz konstruktiv mitarbeiten. Beziehungsweise er meldet sich auf der gleichen Seite mit seinem Realnamen an und versucht dann in der Diskussion mit seiner wahren Meinung herauszurücken und zu argumentieren. Kommt durchaus vor. Daher würde ich sagen, ein Troll ist kein Mensch. Ein Troll ist eine Rolle, die ein Mensch annimmt. Wir kennen das, eben wurde das ja auch im Panel gesagt, wir nehmen alle verschiedene Identitäten an, wenn wir online gehen. Wir beschränken uns, wenn wir bloggen, auf bestimmte Themen, weil das nicht in die Rolle gehört, beziehungsweise weil das die Sphären vermischt, die wir getrennt haben wollen. Und das ist gewöhnlich auch bei Trollen so. Gewöhnlich, es gibt Ausnahmen, aber die sind, wie gesagt, nicht der Regelfall. So, eben habe ich von der Wikipedia als das, die Sammlung des unbeschreibbaren Weltwissens gesprochen. Und jetzt gucken wir mal ins Alte Testament. Als es nämlich noch keine Wikipedia gab, erinnert sich noch jemand? Also ist so 5 Jahre her. Hat man in anderen auf anderen Webseiten nachgeguckt. Eine davon war The Jargon File, as known as The New Hacker's Dictionary. Da steht diese Definition, die aus einem Usenet-Posting übernommen wurde. To utter a posting on Usenet designed to attract predictable responses or flames, the post itself. Derives from the phrase trolling for newbies, which in turn comes from mainstream trolling. Also, hier finde ich 2 Sachen bemerkenswert. Es ist nicht mehr vom Menschen die Rede, sondern von einer Tätigkeit die Rede. Der Troll fischt nach bestimmten Reaktionen. Das ist auch ein interessanter Gesichtspunkt, weil der Troll alleine ist nichts. Er kann versuchen zu provozieren, aber ohne die Leute, die auf ihn reagieren, gibt es kein Trollen. Im Usenet hat das Trollen über Jahre eine ziemliche Verbreitung gefunden, beziehungsweise auch einen Reifegrad erreicht, der es zur Kultur gehörte. Es war die Aufgabe des Trolls sozusagen, predictable responses zu provozieren. Sprich, wenn ein Gruppenkonsens bestand, der allzu fest stand, hat der Troll die Leute abgefischt, die jedes Mal, wenn man sie auch nur ein bisschen antippt, mit dem ewig gleichen Mantra kommen. So konnte man Neulinge identifizieren. Man konnte gewisse Gewissheiten in Frage stellen. Und es war auch eine Art Sport. Wer kann die meisten Reaktionen provozieren?
in gewissen Gruppen fanden quasi nur noch Flames statt, die für den Außenstehenden etwas Entsetzliches waren, aber tatsächlich für die Insider eine Art zu diskutieren war, wo tatsächlich auch reale Argumente ausgetauscht waren, natürlich auf eine so verschrobene Weise, dass niemand mehr wissen konnte, dass das tatsächlich der Fall war. Okay. Trolle gehören dazu. Wir können uns darauf verlassen, hey, wir machen eine neue Internetgemeinschaft aus und da die Community-Seite sowas Tolles ist und jeder hat was davon, wird da schon kein Troll auftauchen. Vergesst es. Trolle gehören einfach zum Internet dazu. Versuchen wir uns das mal ein bisschen vorzustellen. Das Internet ist ein Biotop. Es gibt solche und solche, es gibt verschiedene Spezies, zum Beispiel Leute, die das Internet erst vor 2 Jahren entdeckt haben und nur bei StudiVZ online sind, aber das 4 Stunden am Tag. Kann man durchaus mit einer Spezies vergleichen. Dann gibt es die Leute, die Simpsons-Folgen Wort für Wort abtippen. Ganz andere Menschen, sie werden an sich niemals in einem Habitat mit den StudiVZ-Typen vorkommen. Aber sie teilen sich doch den gemeinsamen Lebensraum Internet. Und bei Biotopen ist es gewöhnlich so, es gibt ein natürliches Gleichgewicht. Es gibt immer Tiere, die fressen andere Tiere und das ist auch gar nicht schlimm, weil das gehört zum natürlichen Kreislauf. Wir sehen, was in deutschen Wäldern passiert, wenn es zu wenig Raubtiere gibt. Die Rehe fressen in Bäumen die Rinder ab und der Wald stirbt. Zusammengefasst wollte ich noch sagen, das Internet ist leider ein Biotop von ziemlich vielen Verrückten. Leute, die bloggen, Leute, die Enzyklopädien schreiben, ohne Geld dafür zu verlangen, nach natürlichen Maßstäben, sind das Verrückte, Wahnsinnige. Aber das ist auch schön so. Und Trolle sind halt eine Art von diesen Verrückten, eine Rolle, die da reingehört. Die haben eine soziale Funktion. Sie sind sozusagen der Penetrationstest für jede Community. Penetrationstest kennt vielleicht jeder oder sagt jemandem das Wort nichts? Gut, die Leute sind fit. Oh, Entschuldigung. Okay, Penetration Test ist ja ein technischer Vorgang, wo dann ein Hacker von einer Firma beauftragt wird, guck dir mal unser System an und versuch da einzubrechen. Kennt man vielleicht aus dem Film Sneakers, wo halt, okay. Jedenfalls, die konzentrieren sich meist darauf, technische Möglichkeiten zu finden, das System zu unterlaufen, beziehungsweise an Zugangsdaten zu kommen und so weiter und so fort. Aber um die sozialen Schwächen kümmert sich keiner so wirklich. Es gibt dann die Manager, die das tolle Konzept in PowerPoint-Präsentationen und Buzzwords verpacken, aber okay. Dafür hätte man auch einen Penetration-Test gebraucht. Aber als ungeübter Redner kann ich da locker drüber wegspielen. Okay, die Trolle nehmen das vorweg. Die Trolle nehmen das vorweg, was Online-Vermarkter oder auch andere Störenfriede, Spammer oder auch Nazis später in der Community sowieso machen. Wenn eine Community erfolgreich ist, kommen früher oder später Leute, die man da nicht haben will. Das ist gut, wenn man vorher Mechanismen aufgebaut hat, um die abzuwehren. Und da die Trolle gewöhnlich die Ersten sind, die solche Methoden ausprobieren und die es wirklich drauf haben, Schwachstellen auszunutzen, sollte man besser deren Auftreten nutzen, um seine Community zu stellen. So. Jetzt die Frage, wäre es nicht viel besser, wenn wir ganz ohne Trolle auskämen?
Also wie beim Biotop, es gibt ein natürliches Gleichgewicht. Zu viele Trolle sind ungesund, kann man definitiv sagen. Aber eine absolute Trollfreiheit, ist das wünschenswert? Ich finde nein. Zum einen habe ich ja am Anfang skizziert, das Internet ist ja nichts, wo man zwanghaft immer ernst sein muss. Sobald jemand erwartet, dass wir dauernd etwas beitragen, dauernd irgendwie vernünftige Argumente anhäufen und zeigen, wie toll das Internet als Diskurs funktioniert, da machen wir nicht mit. Weil Internet muss auch Spaß machen. Und wenn man nicht mehr Anstoß nehmen kann, dann fehlt irgendwas. Wir haben schon Portale, wo ich fast eine Trollfreiheit diagnostizieren würde. Nicht, dass es die Leute nicht probieren würden, sondern wo es einfach nicht mehr funktioniert. Wo es nicht mehr klappt, dass jemand hingeht und das Weltbild der Menschen in Frage stellt und damit Anstoß erregt. Man kann das sehr schön bei MySpace oder YouTube sehen, aber zum Beispiel auch bei StudiVZ. Ich würde sagen, StudiVZ ist ein Beispiel für ein Portal, was die Trollphase überschritten hat und daran Schaden genommen hat. Sprich, es sind immer viel zu viele neue Leute rangekommen, sodass kein Konsens entstehen konnte, der auch das Trollen ermöglicht hätte. Es waren ständig neue Mitglieder da und ständig konnte man neue Gruppen gründen und ich glaube, die aktuellen Zahlen sind 300.000 verschiedene Gruppen. Wenn du da irgendwas machst, hast du schon eine neue Gruppe gegründet und letztlich besteht kein Konsens mehr. Die Konsequenz ist letztlich auch, dass etwas unappetitliche Gruppen entstanden sind, die dann über Jahre weitermachen konnten, wo dann letztlich niemand Anstoß nehmen konnte, weil die Maxime war, wenn es dir hier nicht passt, geh doch in eine andere Gruppe. Und das wurde auch fleißig gemacht. So. Trolle sind entgegen des Klischees nicht ganz blöd. Es gibt zwar den dummen Troll, der mal eben ins Forum sagt und sagt, ihr seid alle blöd. Das kann man mal machen, das sorgt aber nicht dauerhaft für Aufmerksamkeit. Wenn ein Troll wirklich Aufmerksamkeit erzeugen will, muss er intelligent vorgehen. Als erstes muss er wissen, was in der Community abläuft. Sprich, welche Themen sind hier brisant? Dann muss er über das Thema selbst was wissen. Zum Beispiel Linux. Wenn ich da rumtrollen will und nur weiß, dass Linux existiert, dann kann ich da nicht wirklich keinen Blumentopf mitgewinnen. Sondern ich sollte zum Beispiel wissen, dass es in dem Kernel 2.6.20 eine Schwierigkeit gab, dass es ein Lizenzabkommen zwischen Novell und Microsoft gab, dass es Streit um die GPLv3 gibt, dass es alles solche Möglichkeiten gibt, wo die Leute tatsächlich interessiert sind und woran sie auch Interesse haben beziehungsweise worin sie Emotionen stecken. Auch emotionale Intelligenz ist gefragt. Man muss wissen, welchen Tonfall man anschlagen muss, um tatsächlich Reaktionen zu provozieren. Wenn ich anfange zu trolle und mit einem 5-Seiten-Aufsatz beginne, werde ich nicht viele Reaktionen provozieren. Niemand liest die 5 Seiten und die ganze Arbeit ist vorbei. Sprich, Trolle haben sehr viel gelernt, was sozusagen Online-Journalismus ausmacht. Wie man Leute direkt anspricht mit einer These, um sie dann auszuführen. Gut, manche haben es gelernt, manche haben es nicht gelernt, aber man kann damit sehr viel über Aufmerksamkeit lernen, wie man Aufmerksamkeit erregt, beziehungsweise wie man keine Aufmerksamkeit erregt. Trolle sind zuweilen echte Pharisäer. Sprich, sie kennen die Regeln einer Gemeinschaft sehr genau. Sie haben die AGB gelesen, sie haben gelesen, was das Mission Statement vom Gründer war, sie haben gelesen, wie in anderen Fällen
User gesperrt wurden, beziehungsweise mit welcher Begründung sie gesperrt wurden. Und sie kennen die Regeln genau. Und viele bemühen sich auch, entsprechend der Regeln zu handeln, aber nicht dem Sinn der Regeln entsprechend zu handeln. Sprich, wenn ein Verhalten gestattet ist, den Regeln nach, dann nutzt es der Troll aus. Wenn es mir erlaubt ist, 25.000 Leute anzukruscheln, dann tue ich das, bis es mir per AGB verboten wird. Und dann bieten sich 25.000 andere Möglichkeiten, wie ich die Regeln ad absurdum führen kann. So, zum Schluss, die halbe Stunde ist schon vorbei. Eine kleine Aufforderung. Wenn ihr Trolle bisher nur als Störenfriede kennengelernt habt, versucht es mal. Versucht mal, Widerspruch zu provozieren. In manchen Communities ist es sehr einfach, in manchen Communities ist es saumäßig schwer, weil die sich schon über Jahre darauf vorbereitet haben. Und wenn jetzt hier sitzen wahrscheinlich 20 neue hoffnungsvolle junge Unternehmer im Publikum, die ihre tolle neue Community-Seite gerade online gestellt haben, probiert das mal aus, in eurer eigenen Peer Group rauszufinden, wie man sie provozieren kann, wie man sie aus dem Häuschen locken kann. Das ist ein praktischer Weg, Traffic auf ein Forum zu locken, aber man darf es nicht zu übertreiben. Deswegen der letzte Ratschlag, hört rechtzeitig auf. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.